Für Ronny Thielemann kommt derzeit knüppeldick. 5 gesperrte und verletzte Stammspieler heute nicht mit dabei. Zwickau kämpft auf der letzten Rille um den letzten Strohhalm. 5. Minute, sofort der Aufreger. Der Abschluss und dann der Pfiff von Tom Bauer. 11 Meter für Osnabrück. Wütende Proteste vom FSV Zwickau. Nachvollziehbar. Zunächst ein Handspiel von Möker. Von hinten angeköpft. Nicht strafbar, auch nicht bewertet von Tom Bauer. Dem ging's um dieses Handspiel von Carrera. Der Arm klar angelegt, dieses Handspiel nie und nimmer strafbar. Simakala, 6. Minute, Führung für Osnabrück, 16. Saisontor für Simakala. Der VfL zieht in diesem Moment in der Tabelle gleich mit Dynamo Dresden. Osnabrück in der Anfangsphase besser, dann arbeitete sich Zwickau in die Partie. 21. Minute von Schrötter, der Ausgleich, sein erstes Tor im Profifußball. Legt sich den Ball kurz zurecht und schließt dann perfekt ab. Kein Abseits von Baumann und Carrera. Zwickau ab diesem Moment klar spielbestimmend. Von Schrötter als Vorbereiter für Möker. 32. Minute, Spiel gedreht. Ist das hier der Auftakt zum Wunder von Westsachsen? Erstes Saisontor für Möker. Und sie hätten nachlegen können. 38. Minute, wieder Möker. Riesending, gibt's doch nicht. Yannick Möker lässt die 100%ige liegen. Schneider hätte sogar noch besser gestanden an der Linie. Die Leiden des Ronny T. Nur 2:1 zur Pause. Und Osnabrück kam wütend aus der Kabine. 55. Minute, Tesche mit dem Ausgleich. 7. Saisontor für den ehemaligen Bundesligaspieler. Der FSV Zwickau verteidigt schlecht. So viel Platz für Tesche. Kein Handspiel vom Osnabrücker. Korrektes Tor. 87. Minute. Wieder Eckball. Wieder Tor. Simakala mit dem 3:2. 2 Eckbälle stürzen den FSV Zwickau ins Tal der Tränen. Schlecht verteidigt. Schon wieder. Nur 2 Minuten später der weite Ball von Jansen. Frick. Kühn sieht nicht gut aus. Da ist Asibe Mensah. 3:3. Wahnsinn an der Bremer Brücke. Asibe Mensah, sein erster Ballkontakt. 36 Sekunden steht der erst auf dem Platz. Und dann mogelt er den Ball hier rein zum Ausgleich. Zwickau durfte wieder vom Auswärtssieg träumen. Drama in der Nachspielzeit. 90+4. Der eingewechselte Niemann mit der Flanke. Osnabrück fordert 11 Meter. Den gibt's nicht. Den gibt's doch. Der späte Pfiff von Tom Bauer. Erneut gibt es Handelfmeter für Osnabrück und erneut hätte es ihn nicht geben dürfen. Fricks Arm ist zwar draußen, sieht blöd aus, aber der Kontakt mit dem Ball, der findet an der Rücken- und Schulterpartie statt. So bitter für den FSV Zwickau. Simakala blieb wieder cool. 90+5, 4:3. Im 4. Auswärtsspiel in Folge kassiert der FSV 4 Gegentore. Der nächste heftige Tiefschlag im Abstiegskampf. Ja, ist schon sehr unwahrscheinlich. 7 Punkte Rückstand, verbleibende 4 Spiele. Aber wir geben nicht auf bis zum letzten Spiel. Und vielleicht ist das Wunder möglich. Was für ein trauriger Nachmittag für den FSV Zwickau. So viel Moral, aber keine Punkte. Zwickaus Gang in die Regionalliga könnte schon kommende Woche beschlossene Sache sein.